Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundestag debattiert über Politik der Ampelregierung. Gesundheitsminister Lauterbach warb erneut für eine allgemeine Impfpflicht. Sie sei der schnellste und sicherste Weg aus der Corona-Pandemie. Der Unionsabgeordnete Sorge warf Lauterbach wörtlich dröhnendes Schweigen bei wichtigen Fragen vor. Erneut Höchstwerte bei Corona-Neuinfektionen. Dem Robert-Koch-Institut wurden innerhalb eines Tages 81.417 neue Fälle gemeldet. So viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter deutlich an auf jetzt 427,7. Beratungen der EU-Außen- und Verteidigungsminister im französischen Brest. Dabei geht es um Pläne für eine neue Sicherheitspolitik. Die EU strebt eine stärkere militärische Unabhängigkeit von den USA an. Urteil im Prozess um Staatsfolter in Syrien. Das Oberlandesgericht Koblenz verhängte gegen den Angeklagten lebenslange Haft, unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach Auffassung der Richter war Anwar R. als Vernehmungschef in einem Gefängnis für die Folter von 4000 Menschen verantwortlich. Lage in Kasachstan scheint sich zu stabilisieren. Die Behörden gaben den Flughafen der Millionenstadt Almaty wieder frei. Ab wann Ausländer einreisen dürfen, ist unklar. Das russisch geführte Militärbündnis begann damit, Soldaten abzuziehen. Das Wetter. Morgen vom Süden bis in die Mitte sonniges Wetter. Regional hält sich aber zäher Hochnebel. Im Norden und Nordosten bedeckt und örtlich Regen. Dazu windig. An der Ostsee später freundlich. -1 bis 9 Grad.